Und da ich dann irgendwie in meine, also ich wohne erst 2 Tage hier so, 3 Tage. Und als ich dann in meine alte, also in meine Stadt, wo ich vorher gewohnt habe, hingefahren bin und so und mir bewusst wurde, ich wohne hier nicht mehr, sondern ich wohne jetzt in Köln, habe ich so ein komisches Gefühl gehabt. Ja. Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Hero. Dena bringt gerade die Süßigkeiten-Tüten noch weg und dann kommt er auch wieder, weil wir machen wieder heute den Hashtag ungedenert, bei uns läuft. Und in der letzten Folge habe ich meinen Baum so gemacht, dass man von unten nach oben komplett durchlaufen kann, jetzt ohne Teleporter. Ja, und jetzt habe ich festgestellt, hier muss noch was rüber gemacht werden. Aber der Sprung ist eigentlich auch cool, so rüber zu springen. Hat eigentlich auch Swaggerino. Ich glaube, das hier mache ich weg. So. Und pack dann hier das Holz dran. So. Okay. Die Stelle finde ich eigentlich ganz cool, dass ich hier quasi so rüberspringen kann, aber das ist gar nicht so klug, wenn da oben drüber dieses Bepflanzte ist. Nachher stößt mir den Kopf dagegen. Das ist eigentlich gar nicht so klug. So ist es eigentlich okay. So. Und da kommt der Dena auch schon, der kleine Schlawinski. Ja, ich bin ja vorbildlich und hab mir noch Hände gewaschen. Ja, sehr gut, Dena. Ja. Sehr gut. Übrigens ist mir aufgefallen, der ist mir fast zu klein und der ist XL. Also so von der Länge her, oder? Ja, deswegen habe ich auch meine Sachen in XL bzw. XXL, weil bei diesem Pullover-Shop, da wo wir die Pullover und so verkaufen, da fallen die ein bisschen klein aus, finde ich. Guck mal, Dena ist richtig, richtig dünn und der hat einfach XL. Und der ist einfach zu kurz fast. Also, wenn ihr ziemlich groß seid, dann holt euch lieber XL, XXL. Aber ich glaube, die meisten von euch, da reicht M und bei den wenigen L. Auch meiner ist in L, also mein anderer. Das ist ja der von Simon, den habe ich ja hier bekommen, weil ich habe meinen noch in der alten Wohnung. Und ich das ist der von Dena. Ich wollte unbedingt den häseligen Hoodie heute anziehen, da hat er mir den geliehen. Und meiner ist L, der passt mir eigentlich auch, deswegen wundere ich mich, dass hier so komisch. Komisch, ne? Ja. So, okay. Aber er ist ja auch häselig. Was ist der Plan für heute? Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal... Auf jeden Fall möchte ich ein ungedehnter Thema rausholen. Such mal ein schönes Thema raus, worüber wir quatschen können. Dann können wir ein bisschen ramblen. Der hat nämlich auch ein neues Format, weil der gerne so viel quatscht. Hat er noch ein Format gemacht mit Ezi, das heißt Ramble. Und da labert er auch viel Scheiße. Da reden wir eigentlich nur Scheiße, das ist der Sinn von dem ganzen Ding. Weil Ramble ist Englisch für sinnloses Herumschwafeln. Wir haben ein neues Thema, @ungespielt@dena.tv, Hashtag ungedehnert. Ja. Ist Köln eure Lieblingsstadt oder würdet ihr gerne woanders wohnen? Ich glaube, Köln ist meine Lieblingsstadt. Weil hier so cool ist. Hier ist so cool. Hier ist echt schön. Es liegt eigentlich an den Leuten, die hier wohnen. Also die Stadt ist mir eigentlich wirklich relativ egal, aber Köln ist auch ganz cool. Aber ich finde es einfach cool, weil hier coole Leute wohnen. Eben, finde ich auch auf jeden Fall. Also genauso würde ich eigentlich auch sagen, Köln ist jetzt keine super schöne Stadt. Also ich muss sagen, wenn man nachts über die Brücke von der rechtsrheinischen, egal welche Seite, muss man nur aus dem Fenster gucken. Aber wenn man, aber am coolsten ist eigentlich, wenn man so Köln entgegenfährt, sozusagen von der rechtsrheinischen auf die linksrheinische Seite und den beleuchteten Dom und die Kranhäuser und so, da sieht, also sieht schon mega cool aus und die Brücken, ja auch wenn die so beleuchtet sind und so, weißt du? Mhm. Das sieht schon, also das war auch an einem Dänastag, weißt du, als wir DCV-DNS da im Auto hatten. Ja, ich weiß, was du meinst. Da hat man es ja auch gesehen im Video. Ich weiß nicht, welcher Dänastag das war. Aber es sieht einfach unglaublich cool aus, wenn man da hinfährt. So. Also das muss man sagen, da sieht Köln schon cool aus. Und ich finde, die Leute sind richtig locker immer drauf. So. Und ich mag die Art der Leute hier. Aber an sich super schön ist die Stadt ansonsten nicht. Aber wie du gesagt hast, hier wohnen einfach alle coolen Leute. Und also vor allem YouTuber, mit denen haben wir halt zu tun. Und es ist einfach ein Traum, wenn man hier hinkommt. Ich glaube, das ist halt so, wie es in den USA für Filmemacher Hollywood ist. Oder für YouTuber ist ja auch Los Angeles, so der Hotspot. Und für uns in Deutschland ist es halt Köln, wo wir dann hin, und deswegen fühlen wir uns hier so unglaublich wohl. Also ich bin ja nach meinem Abi dann zu Hause ausgezogen aus Lübeck und wohne jetzt hier in Köln alleine und
wäre von Anfang an richtig cool. Also ich habe auch keine Sekunde Heimweh oder irgendwie sowas. Ich habe ein bisschen Heimweh gehabt gestern. Ich war gestern mit Adi, bin ich nach Hause gefahren, habe noch ein paar Sachen geholt. Und da ist dann irgendwie in meine, also ich wohne erst 2 Tage hier so, 3 Tage. Und als ich dann in meine alte, also in meine Stadt, wo ich vorher gewohnt habe, hingefahren bin und so und mir bewusst wurde, ich wohne hier nicht mehr, sondern ich wohne jetzt in Köln, habe ich so ein komisches Gefühl gehabt. Ja. So dieses, war schon, also nicht Heimweh, aber es war so, ein komisches, also man, dieses, da weiß schon, ne? Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Hatte ich aber bei mir auch, ich war ja das erste Mal wieder zu Hause, Weihnachten so. Ich bin im Juni, oder im Juli, Anfang Juli, glaube ich, umgezogen. Oder Mitte Juli so. Und war das erste Mal dann Weihnachten wieder zu Hause, so zu Weihnachten. Und ich habe in der Zeit das kein einziges Mal so vermisst, dass ich so gedacht habe, ich muss unbedingt nach Lübeck. Das einzige Mal war Mutzen, weil Mutzen gibt es halt nur in Lübeck, weißt du? Nee, also nicht nur in Lübeck, nein, das ist falsch. Aber in den Weihnachtszeit so, da gab es Mutzen, bin ich es gewohnt, dass es Mutzen auf Weihnachtsmärkten gibt. Hier in Köln allerdings nicht, warst ja dabei. Mhm. Und mittlerweile gibt es ganz viele Mutzen, weil so zur Karnevalzeit anscheinend gibt es doch Mutzen. Ja, hier, so Karnevalszeit. Aber es sind so andere Mutzen. Ah, okay. Also sind nicht so die coolen. Vor allem sind es meistens so keine frischen. So bei uns in Lübeck kenne ich die immer nur komplett gerade frisch gemacht, mit Puderzucker noch warm und lecker, lecker, lecker. So, aber ansonsten, also gar nicht. Aber ich bin auch, glaube ich, bin so voll so der rationale Mensch bei sowas. Ich habe da gar kein Heimweh irgendwie gehabt. Also meine Schwester hat mich mal besucht, mein Bruder hat mich auch mal besucht. Oder Freunde haben mich auch besucht, sogar meine Mutter hat mich mal besucht und von daher habe ich sie schon mal gesehen, aber ich selbst bin jetzt nicht nieder gewesen wieder zu Hause in der Zeit, außer Weihnachten. Okay. Ich weiß auch nicht, ob ich das nächste Mal Weihnachten wieder zu Hause bin, das ist jetzt ja voll krass, wenn ich erst in einem Jahr wieder zu Hause bin, das weiß ich nicht, vielleicht besuche ich dieses Jahr ja mal meine Familie, mal schauen. Krass. Ich fühle mich super wohl auf jeden Fall. Für dich ist ja nicht so weit. Nee, das stimmt. Für mich ist ja gar nicht so weit. Und trotzdem hatte ich irgendwie ein komisches Gefühl. Das ist echt krass. Ich brauche eine Schere. Ich mache hier oben noch so einen Balkon. Okay. Und diese scheiß Leitern hier manchmal weg. Ist ja ultra hässlich. So. So und so. Ich schau mal, was hier noch alles. Guck du mal. Der Izzy hat uns geantwortet mit Hashtag ungedehnt. Ungedehnt? Ja, da macht er sich lustig über uns, der Böse. Ey, das ist aber nicht nett, oder? Das heißt ungedehnert, Hashtag ungedehnert. Also Tweets mit ungedehnt lesen wir leider nicht, sondern nur mit ungedehnert, selbstverständlich. Und ein neues Thema für den Hashtag ungedehnert lese ich uns jetzt mal vor. Ach Alter, das ist so scheiße, die Treppe hier abzubauen. Und zwar Hashtag ungedehnert. Was denkt ihr über die Steam Machine und werdet ihr euch vielleicht einen kaufen? Die Steam Machine? Ja, die Steam Machine ist, glaube ich, die Konsole von Steam. Genau, also ja. Die von Valve, ja. Ich weiß, aber ja, wenn es da coole Spiele für gibt, auf jeden Fall. Sind ja. Dann da auch, kann man da normale PC-Spiele drauf spielen oder nur Spiele? Ich habe mich schon nicht damit informiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch nicht. Aber ich dachte immer, das wäre so ein Ding halt sozusagen, das ist wie ein normaler PC, also dass man die Steam-Spiele halt alle drauf spielen kann. Weil wenn es eine weitere Konsole wäre, finde ich das voll komisch. Also sinnlos irgendwie, weil wie so noch eine dritte Konsole etablieren. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie Sinn hat, aber wenn man halt diese normalen Steam-Spiele alle drauf spielen kann, und zwar alle, nicht nur so manche Unterstützte und sowas, alles, dann fände ich das, glaube ich, eine richtig coole Idee. Okay. Wobei man auch sagen muss, der Vorteil halt am PC ist ja eigentlich als Plattform, dass man halt so viel selbst konfigurieren kann und so, und wenn es dann schwer zu sagen. Aber also ich finde Konkurrenz immer gut. Ich finde es auf jeden Fall mal wahrscheinlich mir anschauen, je nachdem wie teuer die ist. Also holen werde ich mir die, wenn die auf jeden Fall preislich so ist, dass sie sich lohnt. Dass sie sagt, okay, wenn die jetzt nicht zu teuer ist und ist auf jeden Fall eine coole Sache zum Ausprobieren, dann hole ich mir die. So. Ausprobieren auf jeden Fall mal. Ein guter Name für das Chocobo wäre noch Ungeliebt. Ungeliebt? Ja, aber es wäre auch ein bisschen trauriger Name. Ich habe aber gestern in den Kommentaren irgendwie so einen richtig guten Namen gelesen, aber ich weiß gar nicht mehr welcher. Das ist jetzt das Genie. Genie. Ja, das ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Name. So. Ich frage mich gerade, was hier denn da gemacht wird mit Hashtag. Hashtag ungedehnert. Wie? Hier steht einfach, ich trolle jetzt schon seit geraumer Zeit im Heise-Forum, empfinde aber noch keine. Das sind einfach Leute, die immer die Trending-Topics die Trending-Topics einfach. Hallo, ungedehner ist unser Topic, da soll man nicht irgendeine Scheiße reinposten. Naja, das sind so fame-geile Leute. Ja. Was soll das?
Benutzen einfach unsere Hashtags. Die Leute, die jetzt noch nie Twitter benutzt haben, denken sich gerade bei dem Video, hä, ich verstehe überhaupt nicht, wovon die reden. Ihr müsst auf jeden Fall Twitter mal euch holen, das geht sau schnell, sich anzumelden. Und es ist eine super coole Plattform, viel cooler als Facebook. Viel, viel cooler. Viel, viel cooler. Viel, viel cooler. Ich glaube, das hier mache ich doch noch ein Stückchen weiter nach vorne. Hashtag ungedehnert. Wenn ihr eine Sache in der Vergangenheit ändern könntet, was wäre das? Das habe ich gestern schon gelesen. Aber es kam vor 4 Minuten. Ja, von der @susi123. Ich weiß, so eine Frage hatten wir gestern auch schon mit @unardi. So. Oder ungeartet. Da habe ich nur gesagt, dass ich weiß gar nicht, ob es sinnvoll ist, eine Sache zu ändern, weil man weiß ja nicht, was dadurch passiert wäre. Sowas wie zum Beispiel jetzt Hitlers Sachen, die der da gemacht hat und für die ganzen. Ach so, weil ich dachte so in der eigenen. Habt ihr da, also ihr, wo. Ach so, nee, darüber haben wir nicht. Wir haben über generell. Okay, ja, stimmt. Aus unserer eigenen Vergangenheit. Ja, okay, so würde ich das interpretieren. Das stimmt, das macht auch mehr Sinn. ob ich irgendwas ändern würde. Ich musste auch schon, ich überlege jetzt schon. Ich bin so froh, dass ich die Frage vorgelesen habe. Jetzt kann ich kurz überlegen, wenn du schon mal formulierst. Weil leicht ist das auf jeden Fall nicht. Was würde man... Ich mache jetzt so einen schönen Balkon, guck mal. Ja, ja, ich sehe das. Aber lenk nicht davon ab, dass du diese Frage beantworten musst. Würdest du in deiner Schulzeit irgendwas ändern? Oder danach? Oder noch? Oder so ganz in meiner Schulzeit, glaube ich. Ich habe in meiner Schulzeit viel Kacke gebaut, so. Aber ob ich es wirklich ändern will. Ach, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, alles, wie es so gekommen ist, bin ich so zufrieden. Eben, weil genau das muss ich eigentlich auch sagen. Das ist halt das Ding, man kann leicht sagen, irgendwie dies oder das, so einzelne Kleinigkeiten hätte man immer anders gemacht. Das sind ja schon irgendwelche Gespräche, die man führt, irgendwie das Team, wo man sich im Nachhinein denkt, okay, hätte ich das gesagt, das wäre vielleicht besser gewesen. Aber im Endeffekt, das so, wie es jetzt im Moment alles ist, liegt ja daran, an der Gesamtheit, an der Summe unserer gesamten Entscheidungen. Ja. Von daher scheint es wohl doch alles nicht so schlecht gewesen zu sein, was wir gemacht hätten und was wäre wohl passiert, hätten wir so ein Leben oder was wäre alles anders, wenn wir uns bei irgendwelchen anderen, irgendwelchen Kleinigkeiten vielleicht irgendwie mal was anderes gemacht hätten. Ja. Ich sag mal so, allein die Entstehung deines Gaming-Kanals hätte ja auch vielleicht, so hättest du am einen Tag vielleicht schlechtere, irgendwie weniger Lust gehabt oder weniger Langeweile oder was weiß ich, wäre es vielleicht nie dazu gekommen, bei dir oder bei mir, dass wir den Kanal erstellen oder so und dann wäre alles ganz anders gewesen. Ja. Deswegen, oh, ich komme nicht dran. Würde ich da auch nicht irgendwie irgendeine Kleinigkeit irgendwie hervorheben wollen, wo man sagt, okay, das hätte ich vielleicht lieber anders gemacht. Ich finde auch nicht mal in der Schule, also ich habe immer ziemlich wenig für die Schule gemacht, aber ich würde im Endeffekt nicht sagen, okay, hätte ich da mal mehr gelernt oder so. Das war alles schon okay, so, weil so hatte ich mehr Freizeit und habe in der Freizeit meine Sachen sozusagen gemacht, zum Beispiel YouTube. Die mir wichtig waren und ich würde sagen, das hat sich auf jeden Fall. Trotzdem, das kann man jetzt auch nicht sagen, Leute, macht eure Schule anständig. Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, ich mache lieber YouTube. Mama, die haben gesagt, die haben in der Schule auch nichts gemacht, die haben lieber YouTube gemacht, so, das war besser. Ich hab Schule nicht gar nicht gemacht, ich sag mal so, ich habe halt nicht so viel gelernt. Schule ist auf jeden Fall wichtig. Hat alles noch irgendwie geklappt, die Sache ist, Leute, besser laufen können. Aber Schule ist Sicherheit. Ja, YouTube, also macht auf jeden Fall euren Abschluss und so weiter, das haben wir ja auch alle gemacht. Also ich persönlich verlasse mich nicht auf YouTube, also. Man kann YouTube mal natürlich eine Zeit lang machen. Also YouTube wird für mich immer ein Hobby bleiben und niemals ein Beruf, weil ich möchte nicht, dass es also erstmal ist es das, was mir am meisten Spaß macht in meinem Leben. Deswegen sehe ich es schon mal gar nicht als Beruf. Dann möchte ich nicht mich auf etwas verlassen, wo was keiner wirklich sagen kann, wie es wird. Und am besten ist, Leute, ihr habt immer was in der Hinterhand. Egal, wenn ihr sagt, also bei uns ist jetzt YouTube. Es kann bei jemand anders sein, eine Band gründen und Rockstar werden oder so. Weißt du, was ich meine? So, wenn man einfach nur eine Band hat und denkt, okay, das wird was. Besser ist, ihr habt auch in der Hinterhand eine Ausbildung. Ich bin zum Beispiel Erzieher und ich möchte auf jeden Fall noch studieren. Und ich sag euch, wenn ihr in Deutschland eine Ausbildung habt und oder ein Studium oder sowas, das ist wichtiger als oder besser, damit habt ihr dann euer Leben lang so eine Sicherheit, sag ich mal. Aber natürlich kann das auch dann, es kann natürlich auch sowas negativ passieren, weil die ganzen Leute zum Beispiel, die bei Opel oder so gearbeitet haben, sind alle gekündigt worden und die waren ja auch Ingenieure und so weiter und so fort, weißt du? Eben, ich denke auch in der heutigen Zeit, das kommt immer ganz auf die Situation an, in vielen Bereichen ist es auch so, dass die praktische Erfahrung, also das, was man wirklich gemacht hat, ist wichtiger als das, als eine also nicht eine Ausbildung ist immer schon sehr sicheres so, aber vielleicht als ein Studium, wenn das jetzt kein Studium ist, was für irgendwas, also man sollte nicht irgendwas studieren und denken, man kriegt damit irgendwie festen Job, weil den meisten Studiengängen ist das nicht so. Und aber natürlich viele studieren auch einfach, um sich damit
ein Studium ist auf jeden Fall, da sieht der Arbeitgeber auch schon mal, okay, der hat es sozusagen geschafft, so ein ganzes Studium durchzuziehen und so weiter. Firmen, die haben ja auch bestimmte Plätze, die nur an Leute mit so einer Ausbildung oder so einem Studium vergeben dürfen. Man kann nicht einfach sagen, ja, du machst es da, ey, du bist echt sympathisch und du machst, ich glaube, du machst am besten, du hast zwar keine Ausbildung, aber egal, eingestellt. Das können die gar nicht machen, weil die müssen das sozusagen vorweisen. Das kann man wirklich nur in ganz hohen Positionen machen. Deswegen. Aber das Ding ist, ich würde auch nie pauschal sagen, jeder sollte studieren und auf jeden Fall studieren durchziehen, wenn es einem nicht liegt. Nein, und so aber eine Ausbildung sollte auf jeden Fall, also Leute, die Schule anständig machen, das ist schon mal Gold wert. Und dann noch eine Ausbildung, wenn es klappt, beste Leben. Wirklich. Ja, es ist, man muss nicht immer direkt nach den Sternen greifen, weil ich habe auch meine Erzieherausbildung gemacht und als Erzieher ist es auch nicht so, dass man irgendwie jetzt irgendwie, also Erzieher ist jetzt auch nicht so ein Job, wo man jetzt irgendwie die Millionen scheffelt oder so, also wie jetzt als YouTuber auch nicht, was oft vermutet wird, also es ist jetzt nicht so, dass wir hier die Rich Nigger überhaupt sind, aber natürlich ist ja auch kein Geheimnis, dass man mit YouTube Geld verdienen kann und es ist auf jeden Fall cool, wenn man mit etwas Geld verdient, was einem liegt und was man liebt und was für einen auch irgendwie so ein, ja, was einem auch selber ein cooles Gefühl gibt, aber ich persönlich habe nie irgendwie das gesucht, wo ich am meisten Geld mit verdiene, sondern ich habe das gesucht, was mir am meisten Spaß macht und deswegen habe ich mal eine Erzieherausbildung gemacht, da verdient man echt nicht viel Geld, aber ich wollte immer mit Menschen und mit Menschen arbeiten, weil ich hasse es irgendwie, so einen Job zu haben, zum Beispiel in der Werkstatt oder in einem Büro, aber andere Leute zum Beispiel, die wünschen sich unbedingt Kfz-Mechaniker oder sowas, wäre in der Werkstatt oder in einem Büro zu sitzen mit einem Laptop, das ist für andere der absolute Traum. Jeder hat so seine eigenen Vorlieben und so. Für mich war es einfach, ich möchte mit Menschen arbeiten und so und mein Studium, was ich machen möchte, ist immer noch, also in geteilt, also wo ich mir noch nicht 100% sicher bin, aber sowas wie Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge, ja, also Streetworker, so eine Richtung kann man ja mit Sozialarbeitern machen. Das ist so Sachen, die ich einfach liebe. Das ist so ein Job, den finde ich einfach cool. Ich habe 4 Jahre lang mit behinderten Menschen gearbeitet. Das war einfach wirklich auch eine sauschöne Zeit. Also es war auch, das sind Erfahrungen, die ich niemals irgendwie vermissen möchte. Und YouTube ist auch etwas, was mir mega viel Spaß macht. Und ihr solltet euch eine Sache überlegen, wenn es jetzt wirklich allgemein um Ausbildung und Leben und Geld und bla geht. Ihr solltet euch überlegen, dass ihr euren Job euer ganzes Leben lang quasi macht. Und deswegen ist es wichtiger, dass ihr das liebt, was ihr tut, als dass ihr da irgendwie vielleicht 500 Euro oder 1000 Euro mehr bekommt und dann jeden Tag mit einer schlechten Laune zur Arbeit geht. Weil das Geld, was ihr verdient, das werdet ihr im Leben dafür ausgeben, dass es euch besser geht oder dafür ausgeben, um eure Lebensqualität zu erhöhen. Aber wenn eure Lebensqualität mit viel Geld trotzdem darin besteht, zu einem scheiß Job zu fahren, mit scheiß Mitarbeitern und alles, dann bringt es alles nichts. Deswegen, also immer das tun, was ihr wirklich wollt. Aber trotzdem nicht irgendwie größenwahnsinnig. Ich werde einfach sagen, ich werde Rockstar. Oder Justin Bieber. Immer auf dem Teppich bleiben. So, Weisheiten des Lebens hier. Das ist ein sehr schönes Schlusswort auf jeden Fall. Das war es auch von der heutigen Folge. Wir sind gestern in München gewesen. Die Folge war davor noch produziert. Deswegen, morgen geht es wieder, geben normale Längen wieder. Und ja, falls ihr die Folge von gestern noch nicht geguckt habt, die, wo wir in München waren, die wird es wahrscheinlich auf dem Ungefilmt-Kanal geben. Schaut einfach da vorbei. Ja. Und dann war's für heute. Dann. Ja, und bei denen war ich auch wieder. Schaut auch da vorbei. Nochmal! Haut rein, Leute, und schau. Diesmal mache ich die Kamera zu. Ich komme mal nicht dran.